GC Unihockey sicher als Favorit in dieser Serie gegen Vasa. Sie waren auch in Qualifikation sehr, sehr stark, sehr weit vor, sehr nah an Wilhelmshaven dran. Vasa auf der anderen Seite 6 platziert, sehr gut eigentlich für ihre Verhältnisse und hier eben das erste Mal dabei in den Playoffs. GC natürlich der Favorit, aufgrund von ihrer Erfahrung, sehr viel Qualität im Kader. Und Vasa, eben Playoffs, Playoff-Neuling eigentlich und defensiv ein bisschen anfällig, das wird sicher schwierig für Vasa. Ja, ich denke, sicher attraktive Partien. Hoffe ich vor allem auch. Aber beide Teams sind eher offensiv ausgerichtet oder haben ja vor allem Stärke in Offensiv. Bei GC weiss man, es sind sehr viele kreative Spieler, die auch nicht eingegangen werden von irgendeinem System, sondern können ein bisschen frei aufspielen, denke ich mir. Und Vasa auf der anderen Seite auch mit vielen offensiv starken Spielern, die nicht lang fackeln und die etwas kreieren auf dem Feld und darum sicher keine langweiligen Partien zu erwarten. GC, ein Beitstell ist eben recht schwierig. Sie sind sich eigentlich so ein bisschen gewöhnt, in Bedrängnis zu kommen in einer Playoff-Serie. Sie haben es schon ein paar Mal gehabt und ja, sind sehr stark drinnen, gleich noch einen Weg zu finden. Und das haben sie in den letzten Jahren bewiesen. Aber gleichwohl eben für Vasa sicher wichtig, dass sie schauen, Slot, Querpass, ein bisschen die Region, dass sie sehr gut aufpassen. Das weiss GC immer sehr gut auszunutzen.